Hihi. Komm, Skelett. Komm. Aua. Aua. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 299.1, meine lieben Freunde. Warum 299.1? Das fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Hey. Warum 299.1? Das zeige ich euch gleich. Mit dabei im Teamspeak. Habt ihr vielleicht schon erraten? Ja, es ist die liebe Anni. Hi. Guten Tag. Ihr Begleiter, der liebe Anton. Miau. Und noch gemutet, aber gleich auch anwesend, der liebe Enrico. Der wird wahrscheinlich gleich erschrecken, weil ich schon drauf gedrückt habe auf den Button. So, ich habe hier ein Weizenfeld angelegt und dahinter ein kleines Experiment gemacht, nämlich der Achttakter. Und was der Achttakter ist, das seht ihr wahrscheinlich dann des Späteren. Ich hatte nämlich die Nachtwächter ein wenig modifiziert. Ja, ne? Und da geht das auch damit hin dann. Hier habe ich einen kleinen Weg angelegt, was heißt klein. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Jedenfalls ist hier ein Gehege. Und in das Gehege gehen wir jetzt mal rein. Gucken mal, ob die Kühe hier wieder willig sind. Zack, zack. Hier sind nämlich die... Bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Kommen nämlich wieder ein paar mehr Kühe hin, weil hinten sind die Kuhwiesen. Da ist ja auch die Straße. Da hinten geht es noch ein bisschen weiter mit den Kuhwiesen. Und dort hört dann aber auch der Weg auf. Dann an diesen Zaun da. Ja. Hier hinten geht es durch den Berg. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Können wir ja mitnehmen. Die Kohle. Und hier ist ein See. Ja, warum Folge 299.1? Und zwar plane ich ja gerade immer noch für die 300. Folge. Und wenn man mein Inventar anguckt, nee, habe ich nicht mehr drin. Habe ich schon aussortiert. Für die 300. Folge. Da habe ich was ganz, ganz Großes geplant. Hier ist eine Blockhütte. Hier ist eine Steinhütte. Die können wir ja dann nach der Folge 300 weiterbauen. Meine Frage ist das erstmal, hier ist noch ganz viel Stein. Hey, das können wir ja mit auf der Baustelle nehmen. Oi, hier ist ganz viel Tropenholz. Ey, das nehme ich mit. Warte mal, dann lass mal den Krust hier. Zack, zack, zack und zack. Ja, das tauschen wir um. So, die zwei Federn können auch hier bleiben. Das Bett muss ich mitnehmen und dann zack, 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 zack. Den, zack, zack, zack. Nehmen wir das alles noch mit hier. So. Korrekt. Und hier noch ein bisschen was davon. Zack, zack, zack. Und ist hier noch was drin? Ne. Hinten ist auch nur noch ein Bett drin. Super. Hier ist Schildex drauf. Okay. Und für die Folge 300 habe ich mir ein paar schöne Personen eingeladen. Auf den Server hier, den Wendland Server, passen zurzeit 6 Personen drauf. Ich habe auch vor, den Server auch ein bisschen voll zu machen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, auch 6 Personen einzuladen, beziehungsweise ist dabei der Enrico. Dann ist der liebe Tomcat dabei. Und der liebe Delfino ist dabei. Die kennt ihr ja alle. Glaube ich zumindest. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr ja mal draufklicken. Da kommt ihr zu jeweiligen Kanälen. Und. Achso, ich wollte es auf die Baustelle bringen. Ich laufe mal ein bisschen so, weil es soll noch ihr ein bisschen überraschen. Ich laufe jetzt einfach mal quer durch hier. Zack, zack, zack. Guck mal, die vielen Eisengolems an hier. Ist er der Shit?
Warte, lass mich mal hier gucken, ob ich hier noch irgendwas. Nein. Zack. Drin haben. Ach, da haben wir dann. Nee. Nee. Ganz viele Blumen. Naja, war ich gerade drin? Leer. Hier ist eine Truhe. Leer. Leer. Alter, was ist denn hier drin? Los! Auch leer. Party. Ja. Bob die. Alter Verwalter. Was steht da noch dran? Hafenschenkel, Speicherhäuser, Botschaften dergleichen. Was hier an eisernen Kern rumsteht, ist ja der Shit. Das habe ich auch. Hier sieht man das nicht so gut. Stell ganz ich, viele eiserne Kerle. Stelle ich mich mal so hin. Und guck mal, zack. Wir gehen mal schlafen. Chat habe ich nicht aus.